Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Enigmatiker 2 im Expert-Modus. Und nicht auf dem Mond. Wir sind wieder auf der Erde. Tada! Nee, wie ihr seht, haben wir ein neues Raumschiff, weil Henrik hat das alte geschrottet. Der ist einfach abgestiegen und dann war es weg. Ach ja. Ist hab ich mal neu gebaut. Sieht auch ziemlich lustig aus, was du gebaut hast. Ja, ich hab das auf die Schnelle zusammengefriemelt, das sieht kacke aus. Mir gefällt's nicht. Ich muss noch eine neue bauen, eine hübschere. Ey, mach sie nicht kaputt. Da. Ich mach dir gleich mal ein bisschen schön da. So sieht sie schon schick aus. Ja, das fand ich halt zu normal irgendwie. Naja, ist ja auch egal. Heute steht was anderes auf dem Plan. Ja. Neue Planeten entdecken, denn wir kommen bisher bloß zu Luna. Und um das zu machen, brauchen wir jetzt einige Folgen. Ich habe viel gesucht, viel geschrieben. Und heute fangen wir an, uns die Daten damit zu sammeln, was wir nämlich brauchen. Wir brauchen Satelliten. Zuerst. Yep, Satelliten. Guck mal, ich habe hier schon mal für Satellitenstart eine Plattform hier oben ausgehoben. Ach, da. Ich muss gucken. Solarpanel. Also wir brauchen einen Satellitenbilder. Brauchen wir. Um die Satelliten überhaupt zu bauen. Satellitenkonstruktor müsste der sein. Hast du, ne? Ich guck schon mal, was wir jetzt denn noch so brauchen. Oh, wir haben fast gar nichts davon. Okay. Aber ich versuch's fertig zu machen. Ich kümmere mich schon mal um den Rest. Wobei ich auch nicht weiß, ob wir da alles haben. Das war's dann schon mal wieder damit. Ich wollte eigentlich vor der Folge noch ein bisschen was davon machen, aber das habe ich jetzt auch nicht mehr geschafft. Ja, und ich wusste nicht, was du vorbereitet hast diesmal. Ja, wie du siehst, nichts. Weiß ich nicht, war ja schlimm. Ich war auch mal faul. So, wir brauchen die Lithiumkristalle. Gott sei Dank haben wir das letzte Mal auf dem Mond echt noch ein bisschen gegraben und die Lithium mitgenommen. Ja, also wir waren auf dem Mond, wir haben da ein bisschen gegraben, aber dann ist uns eingefallen, oder wir haben eingefallen, naja, wir haben es gesehen, wir kommen einfach nicht weiter. Genau, wir haben gedacht, wir nehmen eine schöne Folge auf dem Mond auf, aber ja, das Hauptproblem war halt einfach, da war einfach bloß zu meinen und nichts anderes und das fanden wir zu langweilig für eine Folge. Deswegen haben wir gedacht, wir machen, was das angeht, jetzt was Besseres. Einfacher. Einfacher. Ja, davon haben wir noch ein paar. Davon kann ich erstmal zwei. Wir haben keinen Crystallizer, ne? What? Den doch. Crystallizer hatten wir das letzte Mal aus Versehen gebaut und wieder abgebaut, ne? Ja. Oder, nee, Quatsch. Wir haben oben drin einen stehen, ne? Ja, was war das hier in der Ecke? Ja, Crystallizer, doch. Output Hatch, Input Hatch. Ja, der macht mir die Lithiumkristalle. Super. Ich mach mal gleich 32 Daten Sicherungseinheiten, ne? Kannst du diese Data Chips? Yep. Ja, doch 32 sollten eigentlich, hoffe ich, ausreichen. Hier sind noch Silikon-Bowls drin, falls du die noch brauchst, im Output-Hatch hier von dem Crystallizer. Kannst du ins System hauen. Okay. Ja, ist das der richtige? Ja. Ja. Ja, wegen Englisch-Deutsch mussten wir immer, aber ich wusste auf jeden Fall, was für eine Maschine er haben wollte.
Ich hab, also ich Leute, nicht denken, dass er sich immer nur informiert. Ich informiere mich auch. Ich gucke auch meine Tutorials, meine Let's Plays, was auch immer. André hat sich das nur alles aufgeschrieben. Genau, ich habe mir halt ein Skript so ein bisschen gemacht. So, jetzt brauchen wir noch Basic Solar Panel. Oh, die sind ja einfach. Ich habe noch welche, die packe ich, die anderen Speicherungssätze schmeiße ich ins System, ne? Ja. Erstmal. So, dann brauchen wir noch Data Storage Units, hast du gesagt, ne? Ja, bin ich bei. Ein paar sind schon im System. Ja, wenn wir die haben. Haben wir alles. Ich fange schon Ja. mal an, die Rakete aufzubauen, die nachher unsere Teile hochschießt. Stimmt, da war ja was. Ah, ja. Ach, wir brauchen noch so einen Computer dafür und so weiter. Wir können sie ja gar nicht per Hand hochschießen oder uns draufsetzen und hochschießen. Was zum Kugel brauchst du? Warte mal, welcher war denn das hier unten? Wie hieß der denn? Raketen. Den linken? Ja, ne? Und zum Befüllen auch, ne? Warte mal, warte. Ja, nur kein Rocket Assembling Machine, sondern es gibt das Ding auch für Satelliten, eine Satelliten Assembling Machine oder Satellite Bay. Satelliten Terminal Cup Terminal muss ja der sein. Ach nee, Rocket Monitoring Station. Rocket Assembly. Nee, eine Rocket Monitoring Station brauchen wir. Mit dem können wir das nämlich abschießen. Ist ein Monitor drin, ne? Ja. Möchte ich jetzt behaupten. Gucken Rocket wir. Monitoring. Genau, da ist vorne so ein schwarzer Monitor drauf. Den Jupp, hab brauchen ich wir. den richtigen. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich raus. Ich wollte das. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Gut. Strukturtower. Ich habe das letzte Mal, als ich die Rakete aufgebaut habe, auch leicht übertrieben mit den Sachen, die ich hergestellt habe. Ich habe da gleich Massen hergestellt von den Antrieben und so weiter. Jetzt lohnt sich das. Da wusste ich noch nicht, dass wir dahin fliegen. Na, ich habe normal Rocketry gemacht. Das ist das Einfache. Da hast du immer auf dem Planeten einen Endboss gehabt, der hat einen Schlüssel gehabt. Dann konntest du zurückfliegen. Dann hast du mit den Sachen einen neuen Dings gebaut und so weiter. Ja, das Immer. ist, so kenne ich es auch. Ne? Ganz Ja, normal. so kenne ich das auch. Ich kenne das so, wie es jetzt ist, nämlich auch nicht. Weil das ja advanced ist. Advanced ist Ja. ja. Aber ich finde es trotzdem, muss ich sagen, ein sehr schön und ansprechender Mod. Ja. Und mal so ein bisschen nebenbei. Also die großen YouTuber spielen gerade Space und die beschäftigen sich auch mit dem Mod. Gerade. Ja, aber da habe ich gar nicht geguckt. Ja, ich gucke es irgendwie, warum auch immer. Ich gucke Tutorials immer lieber auf Englisch. Na, ich guck lieber auf Deutsch, damit ich fast noch verstehe. Ach so, siehst du, was man nochmal als Info einwerfen kann? Unsere Gas-Charge-Pads funktionieren. Sie funktionieren gerade nur nicht, weil sie keinen Strom haben. Stimmt. Kann ich hier noch mal raufgucken? Ja, die haben keinen Strom, ne? Ich bin gerade so Hashtag, blöd. Ich finde gerade den Link gar nicht. habe ich in der Hand hier. Zeig mir mal, wie der aussieht. Kannst meinen haben da. Okay. Ich bin gerade irgendwie so. Okay, wir brauchen jetzt aber auch trotzdem müssen wir das Ding betanken mit einer Fueling Station. Soll ich ein Kabel da hochlegen? Oder Ändert geht Tank, ändert Tank gleich. ändert. Ja, brauchen wir ja eh, ne? Ja. Ich hasse das, dass es so schnell dunkel wird. Das ist immer total komisch. So, ein Endertank. Kann ich doch machen. Mach doch was anderes. Ich hab doch hier alles. Machst du den Endertank? Okay, hier. Warte, ich schmeiß die noch. Oder ich stelle dir den anderen, stelle ich die hier oben hin. Weiß, weiß. Nee, weiß, weiß, weiß geht nicht. Du musst jetzt mal gucken. Ich glaube, blau, grün, rot. Ja, du musst irgendeine Kombination mal suchen, wo nichts drin ist. Ich nehme.
grau. Einfach viel grauer. Das ist gut. Grau habe ich noch gar nicht. Hä? Oh, oh, das war der falsche Knopf. Grau. Henrik? Ja. Alter. Gott, ich habe eben die ganze Zeit mein Crafting-Terminal gesucht, wie so ein Hornochse. Lag genau neben mir. Satellites Bay. 4 Stück habe ich geschafft. Ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen Titanium herstellen. Jetzt über Nacht. Davon brauchen wir noch einiges. Mache ich gleich mal an. Sollte ja... Oh, 200 Platten, 200 Ingots haben wir mal. Bestell nochmal 200. Satellite Terminal. Ah, wir haben keine Water Essence. Warum kriegen wir keine Water Essence mehr? What? Ja, das siehst du, das war das Problem, was ich letztes Mal schon hatte. Water Essence. Irgendwas frisst unsere ganzen Eimer. Ja, ja. Und die Salzherstellung. Dann machen wir mal die Salzherstellung aus. Das frisst unsere Wasseressenz. Was anderes kann es nicht sein. Kann ja eigentlich auch aus erstmal, ne? Ja, ja. Wo war das denn drin? Hier. Nö. Ganz unten, ich möchte meinen ganz unten links. Ja, aber die machen gar nichts mehr, die Maschinen hier. Verstehe. Ja, wahrscheinlich, weil sie keine Wasseressenz haben. Den Satellite-Bilder, den haben wir ja noch gar nicht, ne? Der fehlt ja noch. Ah, Liquid-Cluide. Aber zu viel. Liquid Cluide, wo hatten wir die? Oh, doch, den Satellite-Bilder hatte ich schon gebaut. Okay, dann haben wir jetzt zweimal. Eimer, gib mir mal 300 Eimer. Power Cell. Die 3 brauchte ich, ne? Stab, der ist so böse. Auf jeden Fall könnten wir uns auch noch mal eine Automatisierung einbauen. Eine Sink. Denn ein Mechanical User mit Wassereimer drin. Ach so, ja. Wäre günstiger, ne? Als die Wasseressenz so zu verknallen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe nämlich gerade 300 Eimer mit der Hand gemacht. Drei wird nicht, aber passt. Zwei Stacks. So. Das habe ich. Titan. So. 200 Stück will ich bestellen. Reicht das schon? Ich will noch ein paar Wassereimer. Falls du mich jetzt irgendwie brauchst, ich bin sofort da. Ist das in Ordnung? Ja. Wir brauchen noch Satelliten-ID-Chips. Mach ich dir. In 2 Minuten, okay? Habe ich schon, die sind ja. Ganz einfach. Gut. Das ist einfach bloß ein Basic Circuit und Craften, also ins Crafting-Feld. So. Oben links, Satellit-Chassis. Habe ich. Satellit-Bay. Und wenn ich jetzt nämlich die Titanium nicht jetzt fertig mache und nicht bestelle, dann weiß ich ganz genau, dass ich das wieder vergesse. Liebe Leute, müsst ihr euch mal ganz kurz reinziehen. Data Storage hattest du, ne? Ja, sind im System. So, okay, dann müssten wir jetzt nur noch das Ding betanken. Das hattest du jetzt noch nicht gemacht, ne? Nein.
Refueling Station brauchen wir also. Jawohl. Dieser Mod ist teuer. Jawohl, hab's geschafft. Denn wir kriegen es immer übrigens noch nicht hin, unsere, ja, uns Tanks, dass wir welche Tanks bauen können, die wir mitnehmen. Ich habe schon jegliche mir erdenkliche Maschine jetzt ausprobiert. Ich weiß es nicht, wie wir diese Tanks kriegen. Mal als kleines Zwischenrot durch. Ich habe hier mal irgendwann mal eine Black Hole Tank hingestellt für flüssiges DNA, weil das flüssige DNA brauchen wir nämlich für das Titanium. Deswegen habe ich da mal eine Black Hole hingestellt und müssten die 200 Stück in ein paar Minuten fertig sein. Die Black Hole, die sammelt ja immer schön, habe ich ja auch hier mit Raketentreibstoff gemacht und so weiter. Dass wir da immer genug haben, nicht, dass wir wirklich auf den Quatsch warten sollen. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch eine Rocket Assembling Machine. Der braucht noch Strom, ne? Ja, das auch noch. Mach ich. Muss auch was machen hier nebenbei. Ich hab schon wieder mein Terminal nicht mehr. Jetzt hab ich's wieder. Hä? Sobald ich mich teleportiere, habe ich wieder mein Terminal, weil dieser Dislocator irgendwie. Keine Ahnung, was mit meinem Inventar gerade verkehrt ist. Also die Mod ist schon ziemlich, ziemlich teuer. Muss man ja mal echt sagen, ne? Wir hätten das jetzt auch übrigens unten machen können. Ich sag's nur mal so. Okay. Was noch übrigens neu ist, du kannst diese Rocket Assembling Machine wird ja an die Rakete gebunden, ne? Mhm. Du kannst auch die Fueling Station, kann man ja direkt an die Rakete binden, oder du kannst die an die Rocket Assembling Maschine binden, dann bleibt die auch dauerhaft verbunden. So, also guck mal, jetzt hast du hier, Henrik, ne? Warte, ich muss erstmal ganz kurz. Einmal. Ach, Mann. Geklickt. So. Jetzt kann ich gucken. Wo bist du denn? Warte mal. Hä? Jetzt bin ich. Um einen Satelliten Kontakt zu halten, braucht man einen Satellitenterminal. Rakete bauen mit Satellite Bay anstatt Computer. Also muss da jetzt doch nochmal ein Satellite Bay zusätzlich rein. Komm, wir bauen jetzt erstmal die erste Rakete. Den ersten Satelliten. Die ersten sechs. Guck mal, hier drin habe ich das aufgebaut. Warum ist hier ein Loch? Ja. Weil ich jetzt noch keine Fassade hatte. Jetzt hat er sechs davon gebaut. Ich habe nur von einem verbaut. Okay. Warum kann ich den Satelliten. Oh nein, der Satellitenbilder ist eine Multistruktur. Ja, ist okay. Ist das ein Holoprojektor? Yep, habe ich natürlich nicht, aber besorge ich. Kein Thema. Ich hatte ihn vorher noch gehabt, habe ihn wieder reingeschmissen. Holoprojektor. Da ist sogar der Warp-Can drin, ne? Den wir auch noch brauchen später. Ja. Weltraum. Da ist einiges drin, was wir brauchen. Ich finde jetzt nur, du wolltest den Satellitenbilder haben, ne? Ja. Mikrowellen, Stahlfänger, Elektrolyse, Planetenbeobachter, ist das der ja? Nee, das ist ein Observer, den brauchen wir noch nicht. Ah. Ich kann auch mal schnell mitgucken. Cushion Assembling Maschine, Katalyst, Observatorier, Planetenbeobachter. Und zwei. Orbitallaser durch. Nein, das sind die alle nicht. Ja. Irgendwas habe ich falsch aufgeschrieben. Raumfahrstuhl, der ist auch nicht schlecht. Ja, aber gut, haben wir jetzt andere Varianten. Aber das steht auch bei mir mit drin.
Gravitationsverenger, Weltraumlaser. Astrobody Data Processor? War das der? Ne, der ist nachher zum Auslesen. Oder der Biomscanner. Nee. Precision Assembly Machine ist es auch. Irgendwas habe ich jetzt gerade, was mir fehlt. Irgendetwas fehlt mir gerade. Satellitenbilder. Kommt der hier hin? Guck mal, der zeigt mir das große X da unter an. Ja, ja. Kurzer Cut. Wir sind sofort wieder da. Ja, oder wir machen das in der nächsten Folge. Wir machen es einfach in der nächsten Folge. Ganz ist einfach. Schon wieder soweit? Ist schon wieder soweit. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay, tschüss.